ein frohes neues Jahr 2017. 2016, heißes Oldtimer-Jahr, tolle Veranstaltungen gewesen, viel passiert in der Oldtimer-Szene, viele verrückte Preise sind erzielt worden bei Auktionen. Wir haben ziemlich viele interessante Autos gehabt. Einige davon konntet ihr sehen bei Facebook. Zwischendurch habe ich auch mal was bei YouTube gepostet. Bei uns stehen ein paar Veränderungen an und wir freuen uns über ein paar Sachen, die uns möglich machen, ein bisschen mehr Reviews über die Autos zu machen. Das bedeutet, dass ihr gefragt seid. Ihr schreibt uns am besten unten einfach in die Kommentare hinein, welches Auto euch am besten gefällt oder zu welchem Auto ihr Fragen habt. Und die beantworten wir gerne, beziehungsweise machen dann, wenn das möglich ist, diese Review. Und ja, wir wollen da also ein bisschen tiefer gehen. Noch eine starke Sache, die jetzt endlich fertig wird. Und das ist jetzt ein 6,5, 7 Jahre andauerndes Projekt und Verzweiflung nahe gewesen, Hoffnung, Teile besorgt für das Auto. Mein Carrera wird endlich fertig. Für die Leute, die da noch nicht so ganz firm drin sind in dem Thema, das ist eine Replik von einem 2,8 Liter RSR von 1973. Mit extrem vielen Leichtbauteilen, mit ganz, ganz vielen Originalteilen und ja, war so Blut und Wasser geschwitzt. Und jetzt ist es auf den, ja, ich sage mal, auf der Zielgeraden. Und im Frühling, also sprich im Mai, ist er dann endlich ready und der kriegt natürlich auch nochmal eine ganz ausführliche Review. Ansonsten würde ich euch gleich jetzt gerne mal die Halle zeigen, dass ihr einen Eindruck gewinnen könnt, was da momentan im Winterschlaf schlummert. Im Winterschlaf schlummert? Ja, doppelt gemumpelt. Letztes Jahr, 2016, Höhen, Tiefen, unheimlich viel passiert. Der Oldtimer-Markt hat sich in meinen Augen ein bisschen beruhigt. Was ich als problematisch empfinde, ist, dass Preise unmittelbar miteinander verglichen werden. Und diese Preise geben also nicht genau den Markt wieder. Da sitzen zum Beispiel bei einer Auktion in Paris zwei Leute, die sich unbedingt, also die sich eine Bieterschlacht liefern um ein Auto, was sie unbedingt haben möchten. Dann ist der Preis, der dabei rauskommt, natürlich nicht derjenige, der am Markt ist. Gleichzeitig ist es auch schwierig zu sagen, bei so seltenen Autos, wie es zum Beispiel jetzt ein 250 GTO von Ferrari, dann so Autos wie RS, GT3s, solche Autos, da gibt es zwar einen Markt, aber es gibt wenige vergleichbare Größen. Wir haben ja auch ein Auto, der jetzt leider hier nicht steht, der 993 sieht dem ein bisschen ähnlich und wer jetzt ins Schmunzeln gerät, weiß auch, welches Auto ich meine. Das ist unser 993 GT2 Evo, der also zweimal auch Le Mans mitgefahren ist, mit einer ganz veritablen und tollen Renngeschichte. Tja, was ist da der Markt? Das Auto gibt es in der Form, glaube ich, 2 oder 3 Mal. Dann ist das ein Auto, was Le Mans mitgefahren ist. Es gibt also wenig Vergleichsgrößen. Das irritiert natürlich diejenigen, die Spekulanten sind. Die anderen, die wiederum das nötige Kleingeld und in diesem Fall auch Großgeld in der Tasche haben, verlieren mit Sicherheit da keinen Cent dran. Das ist natürlich nicht der Hauptgrund, warum sich jemand so ein Auto kauft. Aber man tut doch wohl daran, also zum Beispiel ein Ferrari F40 hat sich seit, wenn man klug war und das vor ein paar Jahren gekauft hat, da haben sich die Preise verdreifacht, verfünffacht. Wer vor einigen Jahren noch einen Porsche 959 für knappe 200.000 Euro ergattern konnte und damals schon ins Wanken geriet, ob das denn gut sei, solche Preise zu bezahlen dafür, der wird heute feststellen, dass so ein Auto heute bei ja, knapp über 1 Million liegt. Und ein Ende ist da auch nicht wirklich abzusehen. Warnen muss man natürlich vor dieser Goldgräberstimmung, vor dieser Euphorie. Denn vor gar nicht allzu langer Zeit ist ein Riviera blauer 993 GT2 verkauft worden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das doch in England war, es in England. So ein Auto ist dann mit 2 Millionen Euro über den Tisch gegangen und angedacht waren da knapp 800.000-900.000 Euro. Ja, jetzt geht natürlich so ein Raunen durch die Menge, durch die Bietermenge und auch durch die Zuschauer. Und ich denke, sind das jetzt die Preise für ein GT2? Nein, das sind nicht die Preise für ein GT2. Und zwar ganz klar nein. Nicht vielleicht oder ein bisschen, sondern ganz klar nein. Ich vermute jetzt einfach mal, denn jeder, der mal so eine Veranstaltung gesehen hat, so eine Auktion, der weiß, dass da natürlich mit ganz handfesten Dingen an den Käufer appelliert wird. Während dann die kleine Cola 10 Euro kostet, gibt es die Flasche Dom Pérignon
also man kann nachkippen umsonst. Ne? Man soll ja auch in guter Laune und in guter Stimmung sein, wenn man denn seine Hand hebt, um 2 Millionen Euro für so ein, oder 3 Millionen Euro oder eben mehr oder weniger für so ein Auto zu bieten. Und das erfordert also mehr als Kleingeld, erfordert das Mut. Oder halt einfach, dass der Jagdinstinkt oder der Instinkt in einem geweckt ist, wenn es heißt, ich möchte einfach nur die Auktion gewinnen. Also das sind neben diesen ganz rationalen Gesichtspunkten natürlich auch extrem emotionale und sehr aus dem Bauch heraus entschieden. Dann gibt es natürlich auch noch so Autos wie das hier. Sieht erstmal nicht wirklich schön aus mit dem Dach. Das ist ein 550 Barchetta, 449 Mal gebaut. Wir sind mittlerweile, glaube ich, der Händler weltweit, der die meisten Barchettas in den letzten paar Jahren gehandelt hat. Und haben mittlerweile oder momentan 1% der Gesamtfertigung im Bestand, was ja schon mal nicht ganz verkehrt ist. Ganz interessant, und das war mehr so ein glücklicher Zufall, ist die Tatsache, dass eines dieser Autos, die wir da haben, das ist der ganz hinten in der Ecke, das ist auch der mit den wenigsten Kilometern. Ich meine, der hat irgendwas um die 600 Kilometer gelaufen. Da steht also nicht Nummer so und so viel von 449, sondern da steht einfach nur der Buchstabe P und dann die Nummer 12. Dann haben wir rumüberlegt, ja, was macht das sein? Hat sich herausgestellt, dass es ein Werksprototyp war. Werksprototyp, was macht das Auto jetzt besser? Es macht das Auto sammelwürdiger. Das Auto wird dadurch gewiss nicht besser. Und ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, der Motor ist natürlich ein Sahneschnittchen. Das ist ein klassischer Zwölfzylinder von Ferrari mit einer echten Trockensumpfschmierung. Das Gleiche, was Porsche eben auch hat. Es gibt keine Ölwanne in dem Auto, sondern es gibt eine Trockensumschmierung, die also gewährleistet, dass der Motor mit Öl versorgt wird, auch bei hohen Querbeschleunigungen. Und ich habe es mal ganz flapsig so formuliert irgendwann, man kann das Auto aufs Dach legen und 4 Tage laufen lassen und der Motor wird nicht kaputt gehen, weil er zu wenig Öl bekommen hat. Das kann nur Porsche. Ferrari kann es auch. Jetzt ist aber so ein Auto nicht nur der Motor, sondern das Gesamtpaket muss stimmen. Und je geringer eine Stückzahl ist von einem Auto, desto... es ist also keine Großserienfertigung, wie man das kennt, sondern diese Autos sind eben sehr, sehr speziell. Das sind handgemachte Autos, die sich auch alle leicht irgendwie unterscheiden. Ich habe mir mal sagen lassen von einem Sammler, dass die Tür eines Ferrari 250 GTO an einer Stelle einen Zentimeter länger ist als auf der anderen Seite, und man kann natürlich nicht einfach so ins Regal greifen und dann Ersatzteile holen, wenn mal sowas kaputt ist. Deshalb muss man da also sehr, sehr gut drauf aufpassen. Wenn ich jetzt einen Unfall baue mit so einem Auto, dann mag das die Versicherung vielleicht bezahlen, aber man kann ja auch nicht in den nächsten Laden gehen und sich so ein Auto kaufen. Das ist dann immer so eine schwierige Geschichte. Wahrscheinlich auch mit dem Grund, warum diese Autos aus dem Verkehrsbild, aus dem Straßenbild verschwinden. Was man jetzt nicht ganz gut sehen kann: hier steht ein Porsche 968. Porsche 968, für diejenigen, die das nicht genau im Überblick haben. Porsche hatte eine Zeit lang auch Autos mit Frontmotoren gebaut. Das waren erst eine Kooperation mit Volkswagen und Audi. Daraus ist der 924 entstanden, auch so ein bisschen als Hausfrauen-Porsche verschrien, vollkommen zu Unrecht. Tolle Autos, Transaxle-Prinzip, Motor vorne, Getriebe hinten, super Gewichtsverteilung, Vierzylindermotoren. Und da ging Porsche also etwas andere Wege, hatte seine Käufer- und Fanschicht auch. Und das Ganze gipfelte dann eben in dem 968, der zur damaligen Zeit auch die höchste PS pro Liter Leistung hatte. Der holte also aus 3 Litern Hubraum 240 PS und war eine Zeit lang auch sehr, ja, eigentlich vergessen, kann man fast sagen. Und mittlerweile sind es also die Modelle, die am begehrtesten und am teuersten gehandelt werden auf dem Gebrauchtwagenmarkt, diejenigen, die also das Clubsportkürzel mit sich tragen. Das war damals das günstigste, weil es eben weniger Ausstattung gab und dadurch auch leichter waren die Autos und auch für den Motorsport interessant waren. Gab es auch mal eine Kleinstserie, muss man sagen, von 968 Turbos. Der ein oder andere hat auch schon mal so ein Auto gesehen, vielleicht im Netz, vielleicht sogar live. Auf der rechten Seite, auf meiner rechten Seite steht in indisch rot ein 996 GT2
der zweiten Generation. Erste Generation steht direkt daneben, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Die Autos sehen nahezu identisch aus. Wer jetzt genau hinguckt, wird es vielleicht erkennen. Da ist also der Lufteinlass vor der Fronthaube. Der ist also durch zwei so kleine Kunststofflippen aufgetrennt. Das ist beim Auto der ersten Generation noch kein Carbon. Das ist hier beim 996 GT2 der zweiten Generation also schon in Carbon. Die Felgen sind angelehnt gewesen an das GT3-Design. Andere Breite etc., Einpresstiefen. Von der Optik her kommen sie sich aber sehr, sehr ähnlich. Die Außenspiegel sowie der Heckflügel waren nicht lackiert und in Sichtcarbon. 483 anstatt 462 PS. Die Fans sagen, das ist noch der richtige letzte analoge GT2. Wie dieses Auto mit dieser PS-Zahl in dieser Kombination funktioniert. Und das ist eben vollkommen irre und hat also nichts mit einem Auto zu tun, was 482 oder 500 irgendwas PS hat. Also dieses Auto ist trotz der nominell gar nicht so absurd hohen Leistung immer noch eines der schnellsten Autos, mit denen man über die Nordschleife oder sonstige Rennstrecken düsen kann. Ist im Alltag auch etwas schwierig zu bewegen. 930 Turbo, 993 RS. Jetzt sagen manche, 930, was, das ist doch 911. Ja, das ist richtig. Um es einfacher zu machen, sind die werksinternen Bezeichnungen etwas andere als die, die der Kunde kennt. Der ein oder andere Kunde ist da mittlerweile auch sehr fit drin und die meisten kennen also 964, 993, 911G-Modell, F-Modell etc. Am Anfang ist das noch ein bisschen verwirrend, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert, denn die Modelle haben sich nie so schnell verändert. Man kommt also relativ gut hinterher, wenn man so die Kleinigkeiten kennt. Zum Beispiel unterscheidet sich der 930, also der 911 Turbo, von 1989. Hinten haben wir noch einen stehen von 1976, von 1975, Entschuldigung. Da genügt mir ein Blick auf den Heckdeckel und ich weiß, das Auto hier hat einen Ladeluftkühler, also das Lüftungsgitter gerade ist. So erkenne ich also, dass darunter Platz geschaffen worden ist für den Ladeluftkühler. Das hat der 930 Turbo der ersten Generation nicht. Der hat also noch keinen Ladeluftkühler, läuft etwas rauer, ist ein etwas nervöseres Triebwerk, ist also ein Renntriebwerk, was also abgeleitet ist, was also zahmer gemacht worden ist für die Straße. Es gab zuerst den Rennmotor und dann gab es die Straßenvariante. Das Auto ist nicht ursprünglich gemacht worden als Straßenversion. Man hat dann gesehen, dass besonders im Langstreckenpokal die Leistung und der Verbrauch, die spezifische Leistung auch und Verbrauch, eben dementsprechend gut waren, dass man das auch für die Serie in Erwägung gezogen hat. Jetzt fährt sich so ein Turbo auch nicht wirklich ganz leicht und ich werde jetzt auch nicht nochmal anfangen, dieses totgelaberte Thema mit Turboloch und so weiter und dann kommt dahinter wie ein Hammer, das weiß mittlerweile jeder. Also ein Turbo muss man schon zu fahren wissen, denn um tatsächlich schnell zu sein auf der Rennstrecke, muss natürlich der Ladedruck hochgehalten werden, was erfordert, dass man entgegen seiner Instinkte an manchen Stellen schon viel früher auf dem Gas steht, um eben diesen Ladedruck noch zu nutzen, der da ist. Und das Ganze nicht ganz so leicht zu handeln ist. Wenn man einmal damit klarkommt, dann ist das doch eine ganz feine Sache. Ansonsten eigentlich ein sehr, sehr schneller Reisewagen. Damals auch schon relativ luxuriös mit Leder, Klima, Tralala und so weiter. Dieser ist jetzt nicht nur, weil er in einem tollen Zustand ist, sondern weil er eben nur 12.000 Kilometer gelaufen hat, doch wirklich nahezu einzigartig und in einem Neuwagenzustand. Da guckte mein Vater drauf und sagte, ach, den könnte ich mir doch mal zulassen. Da sagte ich, nicht in 100 Jahren, da kostet ja jeder Kilometer. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Alltagstauglichkeit. Natürlich sind die alltagstauglich. Aber es erfordert doch eine Portion, ja, wie soll ich sagen, man muss schon die Eier in der Hose haben, zu sagen, ich fahre jetzt dieses Auto, denn jeder Kilometer, der dazukommt, tut natürlich erstmal ein bisschen weh und man möchte nicht unnötig Kilometer drauf fahren. Auf der anderen Seite werden sie vom Stehen auch nicht besser. Deshalb immer wieder der Appell an die Leute, die auch Autos sammeln. Fahrt diese Autos, sie werden nicht besser, wenn sie stehen. Ich habe lieber ein Auto, was 300.000 Kilometer gelaufen hat, wo ich nachvollziehen kann, gut, das Auto ist gefahren. Das Auto wird mir wahrscheinlich weniger Sorge bereiten als einer, der in den letzten 30 Jahren 5.000 Kilometer gelaufen ist. Ja. Rechte Seite, der letzte luftgekühlte RS, also 993, ist klar.
Die Autos hatten 3,6 Liter Motor in der Serie und der RS hatte eben einen 3,8 Liter Motor. Daraus resultierten eben 300 PS, streuten alle ein bisschen nach oben, also die fühlen sich alle ein bisschen kräftiger an als die 300 PS. Aber auch hier reden wir von einem Homologationsmodell, von einem echten Sportwagen, an dem nicht wirklich viel verändert werden muss, um ihn auf der Rennstrecke zu bewegen. Und einige tun das sogar noch und das auch recht erfolgreich, wobei ich dann sage, Mensch, muss denn das sein, dass so ein Auto wirklich jetzt auf der Rennstrecke gequält wird? Naja, auf der anderen Seite sind sie dafür ja auch gemacht und sie werden ja auch nicht zweckentfremdet. Von daher ist das auch wieder in Ordnung. So, die Kameraeinstellung ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die beste, werden einige schimpfen und sagen, Mensch, geh doch mal näher an das Auto ran. Das mache ich gleich auch nochmal. Die Autos stehen nur gerade so dicht gedrängt, dass man wirklich kaum gut durchkommt. Das hier ist ein Porsche 911 von 1966 als Short Wheelbase, also noch der kurze Radstand. Das heißt, die Hinterräder sind im Vergleich zu den darauffolgenden Modellen etwas weiter nach vorne gerückt. Was wahrscheinlich auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass der Porsche einen schlechteren Ruf hatte in Sachen Heckschleuder, als das eigentlich verdient hätte. Denn eine Heckschleuder ist das Auto weiß Gott nicht. Dafür hat er einfach viel zu wenig Leistung. Und man muss halt ein bisschen umdenken und ein bisschen anders damit fahren. Aber man gewöhnt sich sehr, sehr schnell daran, denn das Schöne ist, dass egal, ob ich in einem Auto von 1966 sitze oder in einem moderneren GT2, ist eine Sache immer ganz toll gewesen bei Porsche. Und das ist das Feedback, das das Auto gibt. Man weiß immer genau, was los ist. Man muss sich trauen, das auch zu interpretieren. Und in der heutigen Zeit nehmen einem ja solche elektronischen Helferlein diese Aufgabe ab. Und man muss also gar nicht mehr viel interpretieren, denn das Auto weiß, dass der Boden glatt ist, bevor wir es wissen. Und man ist also gar nicht gezwungen, sich wirklich in die Physik des Fahrens, sich damit auseinanderzusetzen und sich da reinzudenken in diese Physik. Was schade ist, weil man eben auch verlernt, was es bedeutet, echt Auto zu fahren. Und viele Leute wundern sich, die dann von so einem modernen Auto in so ein Auto einsteigen und sagen, Mensch, das hatte ich mir viel komplizierter vorgestellt. Ist es gar nicht. Die Autos sind sehr, sehr leicht. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, diese ganzen Verbesserungen, die Automobilindustrie erfahren hat in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Das sind natürlich alles tolle Sachen, aber all diese Systeme tragen natürlich auch zu einem höheren Gewicht bei. Wer damals 1978, 79 mal einen Golf gefahren ist, der sich heute in einen Golf reinsetzt und man diese Autos mal miteinander vergleicht, dann sieht man, was für ein kleines Auto der erste Golf eigentlich war. Und die Autos sind alle sehr, sehr groß geworden. Sie sind gewachsen und wo wir beim Thema Golf sind, also so ein Auto wiegt mittlerweile auch 1500 Kilo, wo ich bei so einem Auto bei knapp unter einer Tonne bin. Da kann ich also Leistung haben, wie ich möchte. Ich kann aber die Fahrphysik nicht überlisten. Und das bedeutet konkret, dass später gebremst werden kann, weniger Verbrauch ist etc. Und einfach das Feedback des Autos einfach besser ist. Es fühlt sich an, als hätte man eine Verlängerung seiner Finger, seiner Hände. Es fühlt sich an, als könnte man die Straße regelrecht spüren. Und das ist einfach dem geschuldet, dass man einfach weniger Material verbaut hat, klar. Nichtsdestotrotz war bei Porsche natürlich auch immer die Sicherheit sehr, sehr groß geschrieben. Und wer in diesem 911 Platz nimmt, der wird sich wundern, denn das Platzangebot bzw. die Sitzposition ist nahezu identisch mit den Autos, die zuletzt als Luftgekühlte, was ich gerade gezeigt habe, der 993, die ähneln sich also sehr. Und man hat nicht das Gefühl, in einem unmodernen Auto zu sitzen. Zumal ja auch der 911 über so viele Jahrzehnte immer nur behutsam verändert worden ist. Man hat ja immer das Vorhandene genommen und es immer wieder verbessert. Wie ihr seht, ja, Porsche hat auch Traktoren gebaut. Sogar recht gute, habe ich mir sagen lassen. Das hier ist ein Junior. Es gab also noch das Modell Standard und den Master. Der Junior war der kleinste. Und ich kann mich noch erinnern, da hatte mein Vater, wie alt mag ich da gewesen sein, vielleicht 11 oder 12 Jahre alt. Und mein Vater kaufte damals sowas
weiß Gott nicht, um das Feld zu pflügen oder weil er jetzt sein Hobby verändert hat, nein, sondern einfach nur, weil das Ding wirklich schön aussah in der Einfahrt. Und dann war der auch restauriert und funktionierte toll. Ja, das Problem war, dass ich den auch toll fand. Und dann habe ich also eines Tages gewartet, bis mein lieber Vater bei der Arbeit war. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann fährst du jetzt mal mit dem Teil zur Schule. Ich war natürlich der Hit auf dem Schulhof und auch die Kumpels, die ich auf dem Weg abgeholt hatte. Also es gab nur Zuspruch. Na klar gab es nur Zuspruch, denn die mussten sich abends nicht das Getöse anhören, was ich mir anhören durfte. Ich denke, mein Vater hat das irgendwohin verdrängt. Ich nicht. ST ist das, was heutzutage RS ist. War damals die Rennversion des 911. Ihr seht vorne mit den, sogar die Haubenverschlüsse sind mit diesen Gummizügen und so weiter. Das war Leichtbau anno 1970. 2,3 bzw. 2,5 Liter im Original. Leistung knapp 240, 260 PS. Streuung natürlich plus minus. Der ein oder andere wird da noch die geheimen Rezepte haben, um dann vielleicht nur das ein oder andere PS rauszuholen. Sehr schnelle, leichte Autos. Egal in welchem Bereich man so ein Auto einsetzt, das ist ein Sportgerät reinsten Wassers. Und das sage ich so ein bisschen naserümpfend in Richtung neuere GT2, neuere GT3. Alles tolle Renngeräte. Aber tatsächlich ist da ein Radio drin, eine CD-Navigation oder ein CD-Player drin, eventuell MP3 und so weiter und so fort. Alles das, was ein Rennfahrer nicht braucht. Das hier ist ein Rennwagen, ja, wie es sich gehört. Ne? Also das Auto ist sehr stark erleichtert, was Karosserie angeht, auch im Innenraum. Ja, das war unsere Halle. Ja, stand einiges rum, konnte man ein bisschen was sehen. Ich gehe da die Tage nochmal durch und filme das ordentlich und einzeln, damit ihr wirklich auch mal gucken und wählen könnt. Jetzt konnte man zwar ein bisschen was sehen. Wie auch immer, ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben. Am besten den Channel abonnieren. Eure Reviews würde ich gerne lesen. Fragen beantworte ich so schnell, wie es geht. Und gebt mir alle Mühe, die auch richtig zu beantworten. Ich lerne aber auch gerne dazu. Also wenn ihr irgendwas wisst, das ich vielleicht falsch gesagt habe bei der Masse an Autos, kann ich mir dann auch nicht immer alles merken. Aber wenn euch irgendwas auffällt, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr mir das auch schreibt. Ja, freut euch auf tolle Videos, freut euch auf ein tolles Jahr 2017 und viel Spaß beim Gas geben. Ciao.